Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Woche Kocht. Sehr geehrte Abonnenten, liebe Zuschauer, vielen Dank. Mir und ich, wir bedanken uns herzlich 2000 Mal bei euch für 2000 Abonnements. Heute willkommen zum 2000 Abo Special. Wir machen heute ein spezielles Rezept. Wir bereiten uns heute ein schönes Zwiebel-Tomatensaft-Schaschlik zu. Diese Rezeptur, die werdet ihr schon direkt hier oben rechts in den Infokarten finden und auch in den Informationen. Und dann holen wir uns einfach nur das Innenleben der Tomaten raus. Ganz vorsichtig, dass die Tomaten selber heile bleiben. Picobello. So, während das Fleisch vor sich brät, wir machen mal eine Füllung. Und zwar, diese Füllung besteht aus Ziegen- oder Schafskäse und Joghurt. Auch hier die komplette Rezeptur, die werde ich aber separat aufschreiben. Hier oben rechts, das werdet ihr auch hier in den Informationen finden. Wir benötigen zuweilen auch die Tomaten, ne, die wir ja für den Zwiebelsaftschaschlik benötigt haben. Wir haben hier auch nur das Innere benötigt. Wir brauchen Knobi, schwarzen Pfeffer, Cayennepfeffer, Olivenöl. Stellt euch mal vor, hier ist ein bisschen mehr Thymian. Ich habe leider nicht mehr gehabt. Ich habe zwar noch mehr, aber irgendwie ganz komisch aus dem, ja, so Flocken Thymian. Nee, der kommt mir da nicht rein. Dann besser gar kein. Gute Qualität. Das war mal frischer Thymian. Der ist jetzt einfach nur getrocknet. Frischer wäre natürlich noch besser, weil ein frischer Thymian hat wirklich die ganzen Aromastoffe noch drin. Die ganzen, ist aber frisch. So, fangen wir an. Den habe ich schon mal ein bisschen mit der Hand zerknetet, damit ich hier meine Hände nicht dreckig machen brauche. Hier Joghurt für die Cremigkeit. Beim Olivenöl und beim ganzen Gewürzen wirklich alles nach Geschmack. Knoblauch ist vorgegeben, aber ist auch nach Geschmack bei euch. Möchte kein Knoblauch, dann nimmt keinen Knoblauch. Aber es empfiehlt sich wirklich gerade so bei einer Thymian, Joghurt und Schaf-Ziegenkäse-Mischung. Da passt sich Knoblauch gut. Thymian auf jeden Fall mehr als hier. Hier geben wir erstmal einen Schluck Olivenöl mit rein. Aber hier auch, einfach nach Geschmack und nach Cremigkeit. Ich denke mal, ihr könnt so bei 2 Esslöffeln anfangen. Das verrühren wir mal schnell ganz grün. Wir können es auf jeden Fall schon pfeffern. Auch Cayennepfeffer darf nicht fehlen für ein bisschen Würze. Und die Zwiebelringe, ja, das ist kein Muss, das ist wirklich kein Muss. Aber ich würde jetzt sogar eher sogar Oliven hereinpacken. Das würde ich sogar geschmacklich besser finden. Ich schneide sie mal ein bisschen feiner. Ich möchte wirklich ein bisschen feineren haben. Also jetzt allein Zwiebelringe, das wäre mir ein bisschen zu derb. Brauche jetzt aber auch nicht zu viel. Also wirklich, dass es einen leichten Hauch von Zwiebeln mit drin hat. Das Ganze vermischen wir uns schön, machen wir uns eine schöne Creme von. Schmecken das gleich nochmal kurz ab. Und die können wir uns dann schön auf dem Rost grillen. So, wir probieren. Alter Leute. Also Salz brauchen wir auf gar keinen Fall. Das ist ja genug im Ziegen- oder Feta-Käse drin. Oder Schafskäse. Und da spielt keine Rolle, welchen Käse ihr nimmt. Das schmeckt gut. Das ist jetzt schön harmonierend mit dem Joghurt Knobi. Hammer. Oliven könnt ihr noch einen Schuss rein. Aber fertig. Das ist gut. Das machen wir gleich weiter. Ich muss mal eben um das Fleisch kümmern. Und das müsst ihr euch nur noch wirklich schön auf dem Grill vorstellen. Lecker, lecker, lecker. So. Und dann nehmen wir uns einfach die Tomaten und befüllen diese mit der schönen Käse-Joghurt-Mischung. So. Tada. So sieht das Ganze dann aus. Und so haben wir wirklich alles verwertet, ne? Und alles lecker verwertet. Das ist eine richtig schöne Grillbeilage. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht zu viel Käse drauf mache, wenn der mir nämlich nachher wegschmilzt. Also am besten auch lieber nicht sofort machen.
Wir reichen diesmal dazu natürlich die verwerteten Tomaten mit einer schönen Schafskäse und Joghurtmischung, mit schön fein abgestimmt, mit ein bisschen Lauch, ein bisschen mehr Thymian, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Wirklich sehr lecker, einfach auf dem Grill. Die Leute, die einen Salamander haben, ein Salamander ist so ein kleiner Kasten, der hat eben, ja, so wie ein Beefer halt eben, ne, ein Salamander. Den hat man normalerweise in der Küche stehen, in der Großküche. Ja, dann nochmal schön von oben nochmal kurz befeuern, damit es schön braune Kruste bekommt. Das war's auch schon. Jetzt wird es schön warm werden. Jetzt muss ja dem auch mal gucken, dass es nicht zu hell für euch wird. Jo. Machen wir uns mal ein schönes Feuerchen. Ne? Sieht aber klasse aus. Also so ein richtig rustikalen Grill ist das hier. Also ein Kugelgrill, der war mir wirklich ein bisschen einfacher. Also dort war es wirklich ein bisschen einfacher zu grillen. Hier können wir jetzt auch schön mit Kohlen arbeiten. Mit Holz ist es angenehmer. Also nee, es ist schwieriger, aber der Geschmack ist besser. Liebe Zuschauer, das Schaschlik ist fertig. Wir machen gleich noch schnell die Tomaten. Die grillen wir einmal durch. Da müssen wir mal noch das Besteck holen. Aber dieser Grill hier, dieser Eigenbau, hat funktioniert. Es ist sehr kalt draußen, man muss wirklich viel Holz zum Beheizen nehmen, bei Minusgraden. Aber das Ergebnis, das Fleisch ist super, super saftig. Hier ist es jetzt immer schön am Dämpfen. Liebe Zuschauer, gehabt euch wohl, viel Spaß beim Nachgrillen, viel Spaß beim Angrillen, bei euren ersten Versuchen, bei Minusgraden. Es macht Spaß. Ne? Und genau für sowas machen wir das halt eben. Ne? Einfach lecker. Lecker, 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 saftiges Schaschlik. Schaut euch das an. Ne? Das ist super saftig. Schön. Und lecker. Wir bedanken uns herzlichst fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen können. Dass ihr auch wieder mit dabei seid oder einfach mal einschaltet. Ich habe noch 2-3 Schaschlik-Rezepte auf petto. Geschmacklich super. Ne? Also die Rezeptur ist perfekt. Die findet ihr schon direkt auf www.wawakoch.de. Also Leute, gehabt euch wohl. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Euer Wawa. Und die Mio hinter der Kamera.